Du nimmst auf einmal andere Bereiche deines Gehirns, die auf einmal dich wacher machen, konzentrierter machen, aufnahmefähiger machen, mental agiler machen. Du wirst auf einmal wesentlich fitter hier oben in der Birne, nur weil du mal was anderes gemacht hast. Greater. It's in you. Gedächtnistraining, und da werden jetzt einige sagen, oh mein Gott, damit auch so negative Assoziationen aus der Schulzeit, lernen, das ist eher nicht so spannend. Wer war denn von euch schon mal auf einem Gedächtnistraining oder Vortrag? Darf ich mal ganz kurz um Handzeichen bitten? Okay, wer war noch nie auf einem Gedächtnistraining? Okay, wer kann sich nicht mehr erinnern? Deswegen sind wir heute hier, dass wir diese ein oder anderen Situationen dann doch besser in den Griff bekommen. Und ich habe euch eine Technik der Gedächtnisweltmeister mitgebracht, mit der ihr sofort einen Quantensprung an geistiger Höchstleistung vollbringen könnt, wenn ihr heute rausgeht. Ihr habt eine Technik, die ihr sofort anwenden könnt. Und der Stefan, der hat es gerade schon gesagt, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Und dieser Spruch kommt von Vera F. Birkenbiel, genau. Das war ja mein Mentor früher. Ich habe mit der viel Zeit verbracht. Ich durfte sie persönlich kennenlernen. Also nicht, was ihr jetzt denkt. Also ich habe viel von ihr lernen dürfen. Und was Vera F. gesagt hat, war immer, wir müssen, bevor es überhaupt losgeht, unser Gehirn erstmal anschieben. Damit diese grauen Zellen erstmal Höchstleistung bringen. Und da habe ich euch eine kleine Übung mitgebracht hier. Und ich habe mich von Vera inspirieren lassen. Ihr habt ja alle was zum Schreiben dabei, oder? Wenn ihr nichts zum Schreiben dabei habt, müsst ihr euch heute diesen Abend hier merken. Nicht alles. Ihr müsst euch die Schlüsselwörter merken. Die Schlüsselsätze, die euch weiterbringen. Und wenn du hast was dabei, das ist gut. Und du schreibst ja auch nicht alles auf, oder? Ich meine, ich merke mir auch nicht alles. Wir gehen ja auch nicht über den Parkplatz und schreiben uns alles auf, die ganzen Autokennzeichen, nur weil wir schreiben können. Sondern wir selektieren. Und die Frage ist, was nehmt ihr heute mit? Was sind die Sätze, die euch weiterbringen? Was ist der eine Satz, der euch weiterbringt? Den hast du vergessen, ist blöd. Ja? Das musst du dir merken. Deswegen, wenn ihr jetzt nichts zum Schreiben dabei habt, lade ich euch ein, es mit eurer Hand zu machen. Das ist euer, nehmt mal kurz eure Hand so. Das ist euer Blatt Papier. Nehmt mal euren Stift. Das ist jetzt euer Stift. Und ihr macht jetzt gleich die Übung mit. Ich habe eine Übung mitgebracht. Vielleicht kennt der ein oder andere sie schon. Und ich möchte, dass ihr die selber auf euer Blatt Papier notiert, okay? Und ihr wisst ja dann, wie es ausgesehen hat, auch wenn ihr, du kannst es aufschreiben, okay? Also, Aufgabe ist, zeichne bitte ein Quadrat mit 3 geraden Linien. Und bitte. Zeichne bitte ein Quadrat mit 3 geraden Linien. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Er guckt mich noch so an, hä? Nimm mal ganz kurz nehmen und ganz kurz mal aufzeichnen. Spannend, was bei den meisten jetzt passiert. Bei den meisten von euch wird im Kopf ein Satz aufgeploppt sein, der sagt, Quadrat mit 3 geraden Linien gibt's nicht, geht gar nicht, oder? Ein Quadrat mit 3 geraden Linien. Und zwar die meisten von euch sagen, das ist eine blöde Übung. Und wenn ihr eine Übung bekommt, die ihr nicht lösen könnt, dann ist entweder die Übung blöd, oder der sie gestellt hat, ist blöd. Oder ich bin blöd. Da ist irgendwie die blöde Grenze. Weil wir sagen, nee, das passt irgendwie nicht so in unser Gehirn hier rein. Und diese Übung, die ich euch gegeben habe, ist weniger eine Art Gehirnjogging-Aufgabe, sondern es ist mehr eine Art Kommunikationsaufgabe. Weil das, was ich euch gesagt habe und das, was bei euch angekommen ist, sind zwei komplett unterschiedliche Paar Stiefel. Ich sage zu euch, zeichne bitte ein Quadrat, und ich habe es auch nur mit den Händen gezeichnet, ja. Zeichne bitte ein Quadrat mit 3 geraden Linien. Somit wäre das zum Beispiel eine Lösung. Ich habe nicht gesagt, dass du nur 3 gerade Linien benutzen darfst, aber was du mit deinem Kopf gemacht hast, du hast hier in deinem Kopf vervollständigt, ein Quadrat hat 4 gerade Linien, das geht ja gar nicht. Ist spannend, oder? Ganz ehrlich, wer hat am Anfang der erste Impuls hat gemeint, nee, das geht nicht. Wer hat das am Anfang gedacht? Danke für die ehrliche Antwort. Ja, weil wir was im Kopf abgespeichert haben. Wir haben ein Programm abgerufen, das zu uns gesagt hat, so sieht es aus. Ein Quadrat mit 3 geraden Linien. So, jetzt gibt's welche, wenn ich das zum Beispiel in Schulen mache, dann machen die Kinder oft folgende Lösung. Ein Quadrat mit 3 geraden Linien.
Cool, oder? Dann sagt man, ah ja, jetzt weiß ich es, jetzt ist es interessant. Spannend. Kinder machen auch oft diese Lösung, ein Quadrat mit drei geraden Linien, und dann sieht es halt dann so aus. Ist geil, oder? Und die andere ist halt nicht gerade. Sondern ich habe diese Übung mal in einer Schule gemacht. Das war eine kleine Klasse, Mathematik-Leistungskurs. Und also ich komme ja viel in Schulen. Ich zeige das so mein soziales Engagement. Wir bilden ja auch mit Greater mittlerweile Lerncoaches. Das sind ein paar Lerncoaches von uns hier. Oh, super, ja, an die könnt ihr euch wenden. Mega geil, mega geil. Und da habe ich diese Übung, diese Aufgabe gestellt. Und dann steht einer der Schüler auf, letzte Reihe, ganz cooler Typ, kommt nach vorne, nimmt den Stift in die Hand und zeichnet hier eine Lösung hin, die es in meiner Insel, in meinem Universum nicht gegeben hat. Ich musste dann erstmal zurückgehen und dachte mir, hä? Ich habe es nicht kapiert. Der musste es mir erklären. Der hat folgende Lösung aufgezeichnet. Jetzt werden einige von euch sagen, hä? 4. 2 hoch 2 ist 4. Somit ist 4 ein Quadrat. Das ist ein Quadrat mit nur drei geraden Linien. Oh. So, wenn ich das auf Arabisch schreiben kann, kann ich das gleiche ja noch auf Römisch schreiben. Und jetzt habe ich hier schon 4 Lösungen zu einer Aufgabe, die am Anfang, wo ich geglaubt habe, da gibt es keine Lösung, 4 Lösungen habe, die man nehmen kann. Klar hat ein Quadrat 4 gerade Seiten, die gleich lang sind. Logisch. Aber das wäre zum Beispiel ein kreativer Ansatz. Das ist mal über den Tellerrand hinausgeschaut. Und, by the way, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. Deswegen brauchst du einen breiten Fokus. Du musst so durch die Welt gehen, nicht so. Und die Basis dazu ist ein gutes Gedächtnis. Die Basis dazu ist gute Ausbildung. Die Basis dazu ist ein klarer Geist. Und dafür trete ich an. So, jetzt habe ich diese 5 Lösungen habe ich bei Focus TV präsentiert. Die haben so eine Cover-Mount-DVD für das Focus-Magazin aufgenommen. Und die haben gesagt, okay, spannende Geschichte. Und da war die Tochter vom Regisseur, die hat dazugeguckt, hinter der Kamera gesessen und die sieht mich, diese 4 Lösungen hier aufzuschreiben. Und dann kommt nach den Filmaufnahmen die Tochter zu mir her und sagt, Markus, naja, wenn das hier stimmt, dann stimmt doch das hier auch, oder? Ist 9. 3 hoch 2 ist 9. Ist auch ein Quadrat mit 3 geraden Linien. So, und dann sage ich, ja, das ist echt cool, ja, habe ich auch noch nicht dran gedacht. Dann kommt einer meiner Tagesseminarteilnehmer her und sagt, ja, wenn das hier stimmt, dann stimmt ja das hier auch. Was ist das? 50 ist L, minus 1 ist 49, also 7 hoch 2 ist 49, ist auch ein Quadrat mit nur 3 geraden Linien. Und auf einmal habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt es immer mehr Lösungen, immer mehr, und es kommen immer mehr Lösungen auf mich zu, wo ich dachte, cool, meine Insel wird immer größer und ich halt mich nicht daran fest, an dem, was ich mal gelernt habe, sondern ich mache das immer breiter. Ich gehe so durch die Welt. Dann sage ich, okay, spannende Geschichte. So, was gibt's denn noch für Lösungen? Da hat einer gesagt, ein Quadrat mit 3 geraden Linien. Vielleicht, ich mal einfach hier so ein Piktogramm, mal ich hin. Auch wie ein Quadrat. Oder ganz normal ein Quadrat und habe ich halt noch eine weitere Linie mit dabei. Einer hat gesagt, ich mache eine ganz... ja... Einer hat gesagt, ich mache einen sehr langen Strich, den reiße ich in 4 gleiche Teile und lege die auseinandergerissenen Teile so hin, dann ist ein Quadrat. Das ist ein Quadrat mit nur einem Strich. Ja? Einer hat gesagt, ich zeichne hier so ein Quadrat hin und halte hier einen Spiegel hin. Und wenn ich dann in den Spiegel reingucke, sehe ich auch ein Quadrat mit 3 geraden Linien, was ich gezeichnet habe. Die geilste Lösung ist allerdings die hier. Ich halte das zu und mein Kunde hat zu mir gesagt, naja, wenn ich das zuhalte, der glaube daran, dass dahinter noch eins ist. Das ist geil, oder? So, oder wenn ich hier einen ganz dicken Stift habe, das musst du ein bisschen assoziieren können, ein ganz dicker Strich, dann ist das auch ein Quadrat, ein ganz kleines Quadrat und mache ich noch 2 Striche dazu.
Jetzt habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lösungen zu einer Aufgabe, wo ich am Anfang geglaubt habe, das ist nicht möglich. Und was wir oft machen ist, wir denken immer, unsere Lösung ist die richtige. Weil wenn du das hier anschaust, wir leben ja auf dieser Insel. Also Weltmacht mit drei Buchstaben. Weltmacht mit drei Buchstaben. Ich, genau. Ich. Und wir stehen auf dieser Insel drauf. Und auf dieser Insel, da sind unsere ganzen Erfahrungen abgespeichert. Da ist unser Wissen abgespeichert. Da ist unsere ganze Enzyklopädie. Da sind unsere Werte mit drin. Da ist es extrem sicher. Ja? Da haben wir auch ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß haben wir da, weil hätten wir da keinen Spaß, da wären wir sehr schnell außerhalb dieser Komfortzone. Persönliches Wachstum, Ladies and Gentlemen, findet leider Gottes nur hier außen statt, außerhalb dieser Komfortzone. Und da sind nämlich die neuen Horizonte zu Hause, da ist das neue Wissen zu Hause, da sind die neuen Erfahrungen zu Hause, da ist der WS zu Hause, der wilde Spaß. Weißt du, was ich meine, oder? Ja. Und da gibt's Menschen, die donnern hierhin, pump, an diese Komfortzone und sagen, oh, das tut ein bisschen weh. Nee, das ist, mag ich nicht. Die sind nicht mehr bereit zu lernen, weil es weh tut. Ja klar, Menschen, die hier drin sind, nee. Die sind schon weit außerhalb. Ihr könntet heute Abend auf der Couch sitzen. Ihr könntet sagen, ich mache einen schönen, faulen Chipsabend mit einem guten Bier vor Netflix. Du hast das Bier mitgebracht, genau. Aber ihr seid nicht diejenigen, die sagen, ihr challenged euch selber. Ihr sagt, Mensch, ich bin hier, ich nehme hier einen Satz mit, der mein Leben verändern kann. Muss nicht sein. Und wenn es nicht der Fall ist, okay, dann habe ich wenigstens eine Chance wahrgenommen. Und bei Menschen, die nie wieder an diese Komfortzone hindonnen, bei denen ändert sich das Leben wie folgt. Tot. Kennt ihr solche Menschen? Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, und vor allen Dingen die Menschen, die praktisch, wo der Blick nicht weiter wird, sondern immer kleiner wird, die werden irgendwann mal verbittert und die bekommen Angst. Und das haben wir in den letzten 3 Jahren haben wir das massiv kennengelernt. Die bekommen Angst, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand vorbeikommt und dir diese kleine Scholle, auf der du zu stehen kommst, ebenfalls unter den Füßen wegzieht. Und die werden dann so verbittert und die werden aggressiv. Wehe, du hast eine andere Meinung. Eine andere Lösung. Quadrat mit 3 geraden Linien. Nee. Die Lösung sieht so aus. Oh mein Gott. Und vor allem, wenn wir in der wie oft habt ihr in eurem Leben tatsächlich schon mal eine Diskussion gewonnen? In den seltensten Fällen. Ja, gegen Kinder gewinnst du vielleicht mal, weil du denen sagst, hey, so ist das Leben. Und dann sagen die, ah ja, so ist das Leben. Aber wie oft hast du tatsächlich... Die Frage ist, möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Schreib dir den Satz auf, der ist mega. Der ist mega. Möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Wenn ihr den mitnehmt, ich sage euch, das ist auf einmal... Und weißt du, und jetzt donnerst du hier hin an diese Komfortzone. Und ja, es ist ein bisschen unangenehm. Und die geht auch wieder zurück, wenn du nicht nochmal daran donnerst. Die geht wieder zurück. Du brauchst Wiederholung, auch mit den besten Techniken. Du brauchst Wiederholung. Außer die Information ist überlebensnotwendig, dann brauchst du keine Wiederholung mehr. Du brauchst keine 7 Wiederholungen. Also als kleines Kind musst du nicht 5-mal auf die heiße Herdplatte gelangt haben. Das machst du einmal und dann hast du es abgespeichert. Und deswegen brauchst du eine Wiederholung für etwas, was dir wichtig ist. Deswegen ist so ein Mitschrieb schon gut. Ja, das ist schon gut. Wenn du sagst, naja, ich lasse mich jetzt mal nur berieseln und habe nichts mitgenommen, wenn du keine Gedächtnistechniken hast, musst du es mitschreiben erstmal.
Wenn du eine gute Technik hast, damit du dir die Schlüsselwörter abspeichern kannst, dann ist es perfekt. Okay? So, und Menschen, die dann praktisch, wo der Fokus immer kleiner werden, die dann sagen, ach ja, Change-Prozess bei uns, bei uns in der Firma, nee, ist nicht so unser Ding, ja. Haben wir ja vorhin heute schon die ganze Zeit gehört. Internet, ach ja, Modeerscheinung vergeht wieder, ja. Ich habe bemerkt, ich wollte eigentlich euch noch eine Gedächtnistechnik zeigen. Ich habe jetzt hier noch eine Minute und 40 Sekunden. 39, 38, 37. Wisst ihr was? Ich schaffe das nicht mehr. Mir war diese andere Botschaft, war mir heute wesentlich wichtiger, dass ihr sagt, okay, ihr dürft euch aktivieren. Diese geistige Aktivierung, was wir gemacht haben, mal über die Grenzen hinauszudenken. Was ist Gehirnjogging? Gehirnjogging ist alles, was neu ist für euer Gehirn. Also zum Beispiel mal mit der linken Hand Zähne putzen, wenn ihr bislang mit der rechten Hand Zähne geputzt habt. Mal ohne Navigationsgerät wieder in den Urlaub zu fahren. Mal einen neuen Tanzschritt einzuüben. Eine neue Fremdsprache zu lernen. Mal die Mathematikbücher der Kinder durchzuarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, oh, jetzt geht er aber einen Schritt zu weit, dann ist es genau das, auf das du dich konzentrieren darfst, weil es komplett neue Bereiche deines Gehirns sind, die angeschoben werden und jetzt kommt's, die dich bei deinem Daily Business unterstützen. Das ist eine coole Nummer. Du nimmst auf einmal andere Bereiche deines Gehirns, die auf einmal dich wacher machen, konzentrierter machen, aufnahmefähiger machen, mental agiler machen. Du wirst auf einmal wesentlich fitter hier oben in der Birne, nur weil du mal was anderes gemacht hast. Wer spielt gern Sudoku? Wie lange spielst du das schon? Mehr als 2 Jahre, 3 Jahre? Dann ist es leider Gottes kein Gehirnjogging mehr. Ja, leider Gottes. Weil was passiert? Du nimmst das Sudoku-Spiel in die Hand und in dem Moment, wo du da drauf guckst, weiß dein Unterbewusstsein sofort, wie es diese Kästchen auszurechnen hat. Also für dich ist es eher was? Entspannung. Du fährst dich eher runter mit Sudoku, als dass du dich geistig aktivierst. Weil es angenehm ist, weil wir hier nicht aus der Komfortzone raus müssen. Wenn du dich geistig aktivieren willst, dann brauchst du etwas Neues, brauchst du eine neue Herausforderung. Und das mache ich mit Kindern, das mache ich in Firmen, das mache ich mit Vertrieblern. Und deswegen haben wir diese Lerncoach-Ausbildung haben wir auf die Beine gestellt. Weil ich möchte ein Schulsystem etablieren, wo Kinder sagen, endlich Montag! Und die Hauptaufgabe unseres Schulsystems muss es doch sein, dass wir Kinder entwickeln, dass die nach 10, 11, 12 Jahren, wenn die mit der Schule fertig sind, immer noch Bock haben, etwas Neues zu lernen. Dass die hier reinkommen und sagen, wo ist das neue Wissen? Jetzt geht's erst los. Da müssen wir diese Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Dafür trete ich an. Vielleicht seid ihr mit dabei. Ich freue mich auf euch. Alles Gute. Applaus